Recht herzlich willkommen zur 215. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, schauen wir mal rein hier. Das war ja, was war gerade? Ne, den Luna on the Way Case nicht active. Da, build a new orbital station around Kerbin. Das ist unser Ziel. Was machen wir? Build a new orbital station around Kerbin. Gut. Ja, hier können wir jetzt nicht ganz viel sehen. Hier kann man irgendwo was sehen, wo. Experimental Engineering Group. Mich würde jetzt interessieren, dass ich mal sehe, wo ich da hin muss. Das müsste ja hier dann sein, oder? Ist das das dann hier? Geoimmunization Enterprises. Build a new station. Build Antenna und Strom. Build a new orbital. Das ist unser Ziel hier. Kann ich das irgendwie aktivieren, dass ich sehe, welches das ist? Muss wohl das dann sein, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, wir hatten die Rakete ja gebaut. Und dann wählen wir die mal aus. Waren soweit fertig, meine ich. Wir testen die jetzt einfach mal aus, ob die geht oder nicht geht. Öffnen. Kerbin Orbiter, Kerbin Station, da ist die Laden. Das war sie. Werte passen. Stages sind soweit okay. Sollte funktionieren, ne? Die Fallschirme waren nur zur Sicherheit, falls wir es nicht schaffen, hoch. Und dann starten wir das Ding einfach mal, ne? Gehen wir da mal rein. Wo ist es? Kommt nicht. So groß die Rakete, dass es dauert, oder was? Hallo? Ah. Oh, das sieht aber schon krass gefährlich aus. Hängen die nicht richtig? Oder? Ah, wird schon werden. Probieren geht über Studieren. Schub. Haben wir volle Leistung. SAS muss an. Und dann würde ich sagen, okay, starten wir einfach durch, ne? 3, 2, 1, go! Geht, oder? Okay. Schon wackeliger Geschichte, ne? Die drei gucken auch gerade nicht so besonders unkritisch. Gehen wir mal gerade gucken, wo wir hier so sind. Da. Okay. Bisschen weiter rüber vielleicht noch. 3200. Geht, ne? Wo wir hin müssen, weiß keiner. Oder sehen wir jetzt noch nicht. Naja, wir werden es irgendwann hinkriegen, ne? Build a new station, das passt. Und dann brauchen wir noch 10%. Unser Haupttriebwerk ist klar als erstes leer, oder wie sehe ich das? Und die hier sind später leer. Irgendwas ist da schief am Laufen, oder? Ja, da geht richtig was schief gerade. Jetzt können wir nichts mehr steuern. Ja. Da ist ordentlich was schief gegangen, würde ich sagen. Wo sind wir denn auf 16.000 Meter? Der Schub von den Dingern ist total schlecht. Ja, das ist ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? Oder wie soll man das nennen? Also macht die Karte. 16.000 Meter. Wir sollten gucken, wenn wir relativ stabil mal sind. Das sieht schon krass aus, aber das ist auch alles, ne? Wenn wir relativ stabil mal sind.
So wie jetzt, dass wir die einfach mal absprengen. Und hoffen. Dass wir das auch noch loswerden. Das passt schon. Und die drei runterkommen, dass wir die erstmal retten, ne? Das war ja jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix, ne? Jetzt die Frage, wie lange oder wie gut sind unsere Schirme für dieses Gewicht, was da dran hängt, das ist die nächste Frage, ne? Ja. Also die Rakete war nix, können wir gleich schon mal sagen, ne? Ja. Gehen wir mal ein bisschen schneller runter. Wir landen auf jeden Fall im Wasser. Das, oder? Nee, nicht unbedingt, oder? So, da kommen die Schirme. Doch, die bringen das Gewicht locker nach unten, glaube ich. Sieht gut aus, oder? Ja, die drei können dann wohl gerettet werden, würde ich sagen. Das war jetzt wohl irgendwo ein Stück unserer Rakete. Ja. Die letzten 200 Meter laufen schon. Dann sind wir auf 100. Machen wir mal schon mal langsamer, ne? Noch 100 Meter. 50. Gehen wir mal langsam runter, weil wir tauchen jetzt ein und das sollte aber alles funktionieren. Gut. Ja, das ist ein Riesenapparat, der da gerade gelandet ist, ne? Versetze Crew Control. Kriegen wir hier was mit dem Crewbericht hin? Nein. Wir haben ja auch schon alles, denke ich mal, ne? Können das ja nochmal nachgucken. Oh. Ja, das nehmen wir da mit, ne? Ne, ich wollte kein Eva, ich wollte jetzt hier gerade Temperatur nur messen. Okay. Ist wohl im Wasser die Temperatur, oder was? Haben wir noch was? Ne, ich glaube, einen Gru haben wir nicht dran gemacht, ne? Level Up Crew. Körbe. Start Research. Was war das? No Scientist Presents. Okay. Versetze Crewmitglieder. No Crew on Part. Dann versetze Crewmitglieder. Wer ist denn hier der Scientist? Pilot, Wissenschaftler Bob. Transfer. Dahin. Ist der jetzt da drinne? Start Research. Also Bob ist da jetzt dran, jawohl. Aber wir sind am Forschen. Transmit Science, okay. Lights on. Ah, okay. Lights off. Level up Crew. Okay. Kabel Net Access. Keine Ahnung, wofür es gut ist. Stop Research machen wir nicht. Also erst am Forschen. Definitiv. Hat auch schon 2 Sterne, die ja glaube. Ach, Podke und Bob, die sind da jetzt drin, obwohl sie gar nicht. Ja, alles klar. Das ist ja doof, ne? Ich glaube, die sind da jetzt drin, obwohl sie ausgetauscht sind. Naja, okay, nicht schlimm. Weil ich hätte da definitiv Martha drin und sowas, ne? Komm, Recover Vessel können wir dann nur machen. Ich
Ich weiß auch nicht, wie lange er da jetzt braucht, um zu forschen, ne? Das kann ja Jahre dauern, ne? Ach, hier sind ja auch die Datenraten dafür. Okay, da passiert gar nichts. Brauchen wir nicht drüber reden. Recover Vessel. Und dann sind wir da raus aus der Geschichte und haben das Ding total daneben gelandet. Ja, das ist jetzt eine Rakete, die da gar nicht funktioniert mit dem Teil. Da haben wir auf jeden Fall jetzt mal gerade Forschung geholt. Das ist ja schon mal was. Aber reicht noch nicht. Ich glaube, 160 brauchen wir. Dann. Gut, das bedeutet, dieses Werk war fehlgeplant. Ja. Letztens hatte ich dann noch die Idee, dass wir nur 3 Raketen nehmen anstatt 4, oder wie war das? Oder hatten wir 3 und jetzt sind es 4? Also die bringen uns da nicht wirklich weiter, ne? Der macht voll Schub, aber ist dann irgendwann leer. Weil zu schwer oder so. Keine Ahnung. Die kannst du auch noch wegmachen. Was passiert mit dem Ding denn, wenn wir das ohne alles da hochjagen? 2910. Das andere ist ja schon zu schwer gewesen, ne? Warte mal, wir machen das mal ein bisschen höher. Machen das mal gerade runter und holen uns noch einen Tank dabei. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es funktioniert. Der ist zu klein. Der wäre passend. So, jetzt sieht das ja schon so aus, als ob das daher gehen könnte. Ich glaube, das Triebwerk hat genug Power, oder? Was macht unser Gewichtsproblem? Okay, dann müssen wir dieses hier vielleicht noch ein bisschen höher machen und ich würde es jetzt dann doch an 3 hängen wollen. So. Wir speichern das gerade mal. Gehen an das Triebwerk ran. Nee. Jetzt habe ich es ab. Das wollte ich jetzt nicht. So, dann den Schub da runter regeln. Oder? Ja, lass mal so. Nochmal speichern. Nochmal Kollegen umändern. Raus, raus. Fährt zur, kann drinnen bleiben. Martha fährt mit. Und dann war das noch. Ich glaube, ihn hier. Anschaut hatten wir als Wissen, als Ingenieur. Die waren das, ne? Und dann probieren wir es nochmal. Starten. So. Da ist er jetzt. Wir haben alles soweit gut, außer hier. Das müssen wir gerade noch ändern, haben wir nicht abgespeichert. Das ist die Rettungsgeschichte. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Stopp. SAS muss an. Countdown zurückgesetzt auf 3 und dann 3, 2, 1, Go. So. Luftleitbleche haben wir überhaupt nicht dran, glaube. Das ist schon mal ganz schlecht, ne? Oder? Kann das sein? Gut. Ja, ist halt so. Gehen wir mit dem ganzen Ding weiter rum. Und hoffen, dass wir da hochkommen, ne? Die möchte immer wieder mehr gerade, wir möchten aber mehr rum. Oh, jetzt geht's zurück.
Jetzt habe ich keine Kontrolle mehr. Und das war's dann wohl. Ja. Das ist ziemlich schlecht gelaufen. Kriege ich sie irgendwie noch eingefangen? Ich glaube nicht. Okay. Nee, da will ich nicht hin. Ja, den 3 ist bestimmt total schlecht da drin schon. Okay, wir fliegen nochmal hoch. Wie weit sind wir? 19.000 hätten wir dann. Da sind wir aber auch schon so. Nee, das wird wohl nichts werden. Vollschub haben wir schon gegeben. Wir können jetzt hier noch gerade mal gucken, dass wir den hier richtig hoch machen. Und da ist er auch schon leer. Also hat uns das alles gar nichts gebracht. Ja, gut. Das bedeutet, den mal wegschießen und dann hoffen, dass wir irgendwann da gut runterkommen, ne? Da kommen die Schirme auch raus. Machen wir vorspulen, weil, ne? Wenn sowieso nichts werden hier. 9000. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gehen wir langsamer. Dann gehen die Schirme auf, okay. Alles ist gut. Machen wir nochmal ein bisschen schneller. 600 Meter haben wir. Weiß auch nicht, ob wir hart landen oder weich. Kann ich allein auch, ist weit weg von der Küste, alles ist gut. Gut. 300 Meter noch bis zur Wasserung. 250. 200. 150. 100. 50. Und 25, 10, Touchdown. Da sind wir wieder. Diesmal fällt sie nicht um. Diesmal bleibt sie stehen. Sehr interessant. Und wenn wir schon dabei sind, dann gucken wir da gerade noch rein. Da geht aber nichts. Und da geht auch nichts. Das war letztes Mal definitiv, weil das im Wasser war wahrscheinlich. Ja. Kann man noch schick Licht anmachen hier. Start Research geht nicht, weil keiner drin ist. Ja. Dann können wir das auch wieder zurück machen. Und das war ein Fehlversuch unserer Rakete dann, ne? Recover Vessel. Gut. Ja, da müssen wir noch was Neues bauen. Was besser funktioniert. Nicht so wie das gerade, haben wir ja gesehen. Ja, der Vortrieb ist zu langsam, das ist schon mal ganz klar. Haupttriebwerk muss volle Leistung, denke ich mal, haben, damit wir da hochkommen. Aber das müssen wir dann in der nächsten Runde ausprobieren. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Abo ganz einfach kostenlos dabei nehmen. Zweiter Punkt ist dann, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt euch den Ruck und drückt den Daumen hoch. Und der letzte Punkt ist, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, wenn das nächste Video kommt, drückt mal auf die Glocke, dann kriegt ihr da Infos. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!